So, da sind wir wieder. Schlafen erst ein bisschen und werden hoffentlich nicht gestört von irgendwelchen Ninja-Mönchen. So weit, so gut. Aber ich hätte ruhig Zauber vorbereiten können. Blitz, Feuerball. So, wo sind wir? Wir sind beim blauen Kristall, den wir immer noch nicht eingetragen haben. Da ist die schnörkelige Tür und hier sind noch überall Mönche, die wir töten könnten, falls wir Erfahrungspunkte bräuchten. Also ja. Klar, verachten würden wir sie nicht, aber ich bin eigentlich zu neugierig, was hinter der Tür ist. Wahrscheinlich noch mehr Mönche. Oder ein ominöser Teleporter mit nur einem Weg zurück. Oder keinem Weg zurück. Oh, ein Schalter. Okay. Ich schreibe da mal A hin und gucke, wo der hinführt. Ich sagte ja, kein Weg zurück. Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel anscheinend. Wir haben gerade abgespeichert. Gefängnisschlüssel. Okay. Ah, wir sind wieder ganz am Anfang. Schöne Sache. Ich nehme mit, nur für den Fall, dass du irgendwas auslöst. Dich auch. Und keiner von euch beiden hat irgendwas gemacht. Schade. Schalter waren ja auch keine. Können wir da wieder was rauflegen? Ja, macht aber anscheinend nichts. Das war jetzt komisch. Also irgendwie hätte ich eine Falle erwartet bei dem Gefängnisschlüssel. Aber, na gut. Dann halt nicht. Ach, hier haben wir das schon gelöst und die Axt nehmen wir mal mit, weil die ist schick. Auch wenn es ein Hammer ist. So. Also da ging es nicht lang. Unten rum. Und jetzt drückt man den Knopf, springt in die Fallgrube und gucken, wo wir da rauskommen. Ach, war das ein Wuselkram. Können wir mal gucken, wo wir ungefähr rauskommen würden. Da? Also hier irgendwo. Dann hätte die Ebene schon drei Treppen nach oben. Also ich hoffe einfach mal, dass eine Treppe wieder nach oben ist. Obwohl es ja auch gut sein kann, dass langsam ein einmaliger Weg ist. Also wir haben jetzt aber den Schlüssel gefunden, um mein Gefängnis zu öffnen, wo dieses Wesen drin ist, mit dem wir im Kontakt stehen. Und dann ist das Spiel ja vielleicht auch irgendwann rum. Und man kann nicht immer... Oh. Man kann nicht immer wieder zurückgehen zum Anfang des Spiels. Obwohl sowas doof wäre. Wenn man dann irgendwie den Gegenstand oben gelassen hat, dann wäre es vorbei. Zurückgehen. Also ja, vielleicht würde es doch Sinn machen, unseren Kriegern ein bisschen, unseren Magiern ein bisschen Stabkampf zu geben. Denn Stabkampf erhöht ja auch die Lebenspunkte. So. Aber nee, nee. Wir haben unsere Skillpunkte quasi schon verplant für die nächsten 20 Level. Auch wenn es so viele gar nicht mehr gibt. Schalter. Zauber vorbereiten. Zauber vorbereiten, Quicksave drücken und springen. Wir sind... Oh, ein bisschen weiter links, als ich gedacht hätte. Mit einem Gesicht, das bestimmt gleich irgendwelche Feuerbälle spuckt. Einem Secret, das wieder zwangsläufig da war. Wow. Was ist da drin? Essen und ein Heilkraut. Essen wird gegessen. Noch jemand Hunger? Jupp. Schlafen wir einfach mal kurz. Und dann machen wir das gleiche nochmal mit dem anderen Gegenstand. Aber die Blitze kamen richtig schnell. Das wäre auch noch schick. So ein Steinwall-Zauber, mit dem man einen Gang blockieren kann. So. Und das war nicht gut. Was haben wir hier? Noch ein Scaled Cloak. Den bekommt diesmal der Krieger. Obwohl, was war das? Ausweichen plus ein... 2 mehr Ausweichen, dafür ein weniger Angriffskraft. Das macht fast keinen Unterschied. Lieber mehr Ausweichen. So, dann kriegst du den. Du hast schon wieder Hunger, großer Minotaure.
des Pilz. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir da wieder zurück teleportiert werden an den Anfang. Okay. Das hat jetzt also bedeutet, dass der Schnörkelraum nur dafür da war, dass wir einmal in den Teleporter springen und den Schlüssel fürs Gefängnis finden. Wo auch immer das Gefängnis ist. Wo geht's denn runter? Da geht's runter, da geht's runter. Aber das ist nur gewesen. Also da runterspringen, hier rumlaufen, da wieder hoch. Den können wir ignorieren. Was ist mit dem da? Wo führte der hin? Das war, glaube ich, wenn man nicht hier runtersprang, da wieder hoch. Da ging's hoch. Das heißt, wir müssen da runter. Okay. Mit einem Gefängnisschlüssel. Und hier drin ist ein mächtiges Wesen gefangen, das mit uns träumt. Ja, es kann gut sein, dass das Spiel bald vorbei ist. So, darum. Durch den ganzen Schnörkelgang durch. Ich bin echt gespannt, was das mit dem Wesen auf sich hat. Also ob das gutartig ist oder bösartig, ob wir jetzt irgendeine Plage auf das Land rauslassen oder... mal schauen. Oh, es geht gleich schon wieder runter. Ja, komisch. Und eine Notiz. Dieses Level ist geschlossen. Ist das ein Rätsel? Oh. Oder ist es wie bei Dungeon Master, wo man zuerst ein Level tiefer musste, da was machen und dann wieder ein Level hoch an einer anderen Stelle, um dann zum Endgegner zu kommen? Also, habe ich mir zumindest sagen lassen, ich war nie so weit. Hey, neue Wände. Sehr, Fallout-mäßig. Yep, definitiv Fallout-mäßig. Gefängnis. Was für einen Schlüssel müssen wir da bloß benutzen? Oh, Traumsequenz, obwohl wir nicht schlafen. Das ist verstörend. Du bist nah genug. Ich muss jetzt nicht mehr warten, bis du schläfst. Ja, definitiv sehr verstörend. Vor einer langen Zeit haben sie das Portal geschlossen, indem sie den Mechanismus zerstört haben. Es ist hier, in der Nähe. Finde es. Ja, also wirklich helfen will ich dem Ding nicht. Es ist nicht sehr sympathisch und macht mir langsam ein bisschen Angst. So mit Gedankenkontrolle, je näher man rankommt und solche Scherze. Aber bisher haben wir nicht eine Wahl. Nicht wirklich eine Wahl. Ah ja, wahrscheinlich töten wir nur arme Mönche, die sich nur verteidigen. Oder die Welt beschützen wollen davor, dass wir ein Monster freilassen. War es noch eine Schriftrolle? Die Seals. Ein Seal ist ein Verschluss. Die Verschlüsse des Tors werden bersten, wenn die Ketten der Gefangenen gebrochen werden, also aufgebrochen werden. Stimmt, unsere vier Helden sind ja noch mit Ketten miteinander verbunden, deswegen können wir die Gruppe auch nicht aufteilen, also RP-technisch. Ha, jetzt sollen wir unsere Ketten aufsprengen. Ach stimmt, wir haben neue Texturen, das heißt, wir haben auch neue Geheimknöpfe. Wie die wohl in so einem Level aussehen? Wahrscheinlich irgend sowas, wo man dann drücken muss. Und wir haben ein paar Fallgruben zum taktisch runterspringen und ho, oh, was bist du? Du bist ein mechanischer Oger, hm? Das ist denn wohl das Metallgeräusch, das ich gehört habe. Die sind scheiße langsam. Also noch langsamer als die Oder. Hm. Ja, davon kann ruhig noch mehr kommen.
Das wollte ich nicht. Das war wohl der Mechanismus, den ich gerade angeklickt habe. Sie haben den Mechanismus zerstört. Sie haben es auseinandergenommen, um das Portal geschlossen zu halten. Aber es kann immer noch repariert werden. Ich weiß wie. Um das Portal wieder zu öffnen, musst du die fehlenden Teile finden. 4 Teile werden vermisst. Geh. Ja, sehr sympathisch, sag ich ja. Komm. Wir müssen einen komischen mechanischen Gott auf die Welt loslassen, um die Menschheit zu zerstören. Oh. Das werden langsam schon viele. Viel zu viele. Wo ist der blaue Kristall? Ich brauche einen blauen Kristall. Da geht's wieder hoch. Unser Dieb hat wieder fast keinen Schaden genommen. So muss das sein. Hoch. Einfach nur hoch. Hufala. Nochmal hoch. Hier war irgendwo der blaue Kristall. Ja, da. Und er ist aus? Hm. Na gut. Schlafen wir mal ein bisschen. Immer noch aus. Och, wehe der komische Typ da unten in seinem Kerker hat jetzt alle Kristalle deaktiviert. Aber es würde keinen Sinn machen, denn er muss uns ja helfen, damit wir ihm helfen. Ah, also. Mal wieder viel zu viel reininterpretiert. So, Feuerball. Blitzstrahl. Und hoffen, dass die Gegner da unten nicht respawnen. Das sind sehr viele Laternen in der Nacht. Komische Metalldinger. Und noch mehr Laternen und noch mehr Laternen. Ach ja. Hm, vielleicht können wir den Magier dazu bringen, diese Metallkonstrukte abzuschießen. Oh, die greifen wir eh nicht an wie Ogre mit dem Seitenschlag. Oh, und Gorn ist was tot. Gorn ist tot. Der Rest ist auch gleich tot. Ich würde aber schon gerne noch ein wenigstens umbringen, also. So, wieder weg. Ganz schnell weg. Und wieder hoch und wieder vor dem blauen Kristall beten gehen. Definitiv eine üble Ecke. Aber scheint doch eine der letzten Ecken im Spiel zu sein, also muss sie übel sein. So, schlafen. Also, ich habe gezählt mindestens drei Mönche, vielleicht 4 und 2 plus von diesen Metallkonstruktionen. An sich wäre das ja okay, wenn die ganzen Fallgruben da nicht wären. Allerdings könnten wir einfach mal testweise so eine Fallgrube runterplumpsen. Wir müssen ja eh schauen, was da unten ist. Und dann können wir von unten quasi aufräumen. So, Feuerball. Runter. Und wir können mal kurz das Level-Up für ihn hier machen. Assassination weiter erhöhen für einen verbesserten kritischen. Oder lauter Kram, den er nicht wirklich braucht. Oh. Doch. Bei 24 kriegt er einen doppelten Bonus auf Ausweichen von allen angezogenen Klamotten. Und die bringen so schon 20 Punkte. Das wäre auf jeden Fall richtig Hammer. Kriegen wir aber erst im nächsten Level hin. Ja. Einmal Level Up dürfte noch drin sein bei den ganzen Gegnern da unten. So, runter, wo ist die nächste Fallgrube? Wir gehen einfach geradeaus und springen da schon mal runter. Die ich jetzt am Ende markiere, da waren wir schon mal drunter. Drin. Er hat immer noch ein Schild, schade.
kein Schild mehr. Okay, den kann man noch umbringen. Mit etwas Glück. So, springen. Und hoffen, dass die Magie überlebt. Ja, sie haben überlebt. Und hier liegt ein komisches Teil rum. Und ich höre fliegende Spinnen. Ich mag keine fliegenden Spinnen. Trink schnell einen Trank. Du hast keinen Trank. Ist nicht gut. So, du auch noch einen Trank. Du auch noch einen Trank. Und wir haben, glaube ich, keine Heiltränke mehr. Da ist noch ein Teil. Wir haben ja schon zwei Teile von den vier Teilen, die wir finden müssen. Das ist, es ging schnell. Die Wurfäxte lasse ich mal hier. Was haben wir noch, was wir hier lassen könnten? Den Bogen eigentlich auch. Die Bomben kommen zurück zum Dieb. Irgendwie sind alle überladen. Zahnradteile scheinen recht schwer zu sein. 21 Kilo. Na gut, dann sind wir halt eine Zeit lang überladen. Überladen. So. Hallo, Tentakelfreund. Na komm, Blitz. Ist das auch noch ein Teil? Ja. Es ist noch ein Teil, das wir brauchen. Wir sind gleich fertig, oder wie? Das war nicht sehr edel. Das Flattern irritiert total. Ah, da bist du ja. So, schauen wir uns hier unten zu Ende um. Und das wird dann wohl Teil 4 sein. Es sind schon zwei Charaktere überladen. Aber wir haben anscheinend alles, was wir brauchen, um das Ding da zu reparieren. Den haben wir gerade weggeschmissen. Was haben wir hier? Kein Eingang. Vielleicht hockt da ja Torum drin. Und da flackert's. Machen wir mal unsere Fackel aus. Da ist ein Teleporter. Und was zu essen. Hat jemand Hunger? Ja. Da geht's anscheinend wieder nach oben. Und hier haben wir noch ein Teil. Und noch ein Teil. Oh. Ja, er hat zwar gesagt, finde vier Teile, aber hat nicht gesagt, dass es die einzigen Teile sind, die es gibt. Da war gar kein fliegendes Ding. Also wir müssen jetzt ausprobieren, welche Teile passen und welche nicht. Das ist schon eher das, was ich mir vorgestellt hatte. Eigentlich sollten wir zuallererst testen, ob dein Teleporter wirklich nach oben führt, weil sonst haben wir echt ein Problem. Die ganzen fliegenden Spinnen halten wir nicht lange aus. So, also, wo war der Teleporter? Der war hier vorne. Da ist schon wieder so ein großes Zahnrad. Können wir noch was tragen? Ne, du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du kannst noch was tragen. Und wir sind wieder oben. Schöne Sache. Laufen wir mal wieder zum blauen Kristall. Oder zumindest irgendwo hin, wo wir schlafen können. Und machen erstmal einen Cut, denn ich bin schon weit über meinen 15 Minuten. LP 088. Und bis gleich.